Okay, ich sehe, die Veranstaltung wird aufgezeichnet. Dann sage ich ganz herzlich willkommen zum heutigen Online-Event auf eTeaching.org. Mein Name ist Anne Thielosen. Ich freue mich schon darauf, die Veranstaltung zu moderieren. Ich begrüße unsere beiden zugeschalteten Referenten, Herrn Dr. Klaus Wannemacher aus Hannover zugeschaltet, Holger Hansen aus Bochum zugeschaltet und alle, die sich bereits jetzt eingeloggt haben bei unserer Veranstaltung. Das ist das Auftakt-Event zu unserem Themen-Special Learning Management Systeme, das gerade vor der Mittagspause online gegangen ist. Den Link posten wir jetzt nicht nochmal, um nicht abzulenken vor der Veranstaltung. Als wir das Event, als wir das Special geplant haben, haben wir häufig gesagt, LMS, das Thema ist ja nicht total sexy, aber es ist einfach basic. Und an der Zahl der Rückmeldungen haben wir gesehen, ja, dass Sexiness vielleicht überbewertet wird. Wir haben sehr, sehr viele Rückmeldungen auf den Call bekommen. Das ist einfach offensichtlich was, was viele an Hochschulen beschäftigt. Während ich die Einleitung mache, möchte ich nochmal einladen, sich an der Umfrage zu beteiligen. Die werden wir dann freischalten, bevor die beiden Vorträge beginnen und uns können wir uns dann darauf nochmal beziehen. Ja, ich erinnere mich noch gut an meine Anfangszeit im E-Learning, als viele Dozenten gesagt haben, meine digitalen Lernsachen brauchen eigentlich kein LMS. Und dann gab es so einen richtigen Boom-Hype und es gab ganz, ganz viele unterschiedliche LMS und inzwischen hat sich auch so eine Handvoll zurückgemeldet und heute soll es darum gehen, ja, was die überhaupt für eine Bedeutung haben für die Hochschulen. Dazu haben wir zwei Referenten eingeladen, die uns zu Anfang Inputs geben werden. Herr Dr. Klaus Wannemacher ist Organisationsberater beim HIS-Institut für Hochschulentwicklung und er befasst sich da schon seit 2002 mit Beratungs- und Evaluations- und Begleitforschungsprojekten zum Einsatz von E-Learning an deutschen Hochschulen und ist in dem Zusammenhang auch mit der Beratung zu LMS tätig. Ja, ansonsten genau wird er daraus aus einer Studie was vorstellen. Unser erster Referent. Der zweite Referent ist Holger Hansen. Diplompädagoge, schon seit 2005 Leiter der Stabsstelle E-Learning an der Ruhr-Universität in Bochum. Ich kann mich gut erinnern, dass in Bochum ganz lange E-Learning und Blackboard quasi so Synonyme waren und dass alle Schulungen für Lehrende und Studierende damit anfingen, dass man die Einführung in das LMS bekam. Natürlich gibt es an der Ruhr-Uni noch eine ganze Menge andere Projekte. Wie die zusammenhängen und welche Rolle das aktuelle LMS dabei spielt, darauf wird Holger Hansen in seinem Beitrag eingehen und dann können wir auch allesamt in die Diskussion kommen. Fragen, die Sie während der Vorträge stellen, sammle ich, sodass sie nicht verloren gehen. Aber in der Regel unterbreche ich mir die Vorträge nur, wenn es was ganz Dringendes zum Verständnis gibt. Okay, dann würde ich jetzt die Umfrage freischalten. Moment. Die Ergebnisse veröffentlichen und frage wie immer, ob man das jetzt sehen kann. Jawohl. Und da haben wir doch sehr eindeutige, ja, Trends, Moodle weit vorne, wie man das auch in sehr vielen Umfragen immer liest, und Elias als zweites dahinter. Ja, und danach schon mit doch erheblich kleineren Zahlen, StudIP und OLAT oder OpenOLAT. Ja, da zeigt sich schon so ein bisschen, was ich eben angedeutet habe. Und jetzt bin ich gespannt, ob sich das in der Studie, die Klaus Wannemacher vorstellen wird, bestätigt und übergebe das Wort, Klaus, an dich. Ja, vielen Dank für die Einleitung, Anne. Kurzen Augenblick warten wir noch. Ja, jetzt sind die Folien auch erkennbar. Dann will ich, ja, will ich kurz beginnen im Impulsvortrag Lernmanagement. Es ist auf 20 Jahre Lernmanagementsystem an den Hochschulen einzugehen. Und ja, will einleitend nochmal kurz verweisen auf die ja, Rahmenbedingungen, die sich in der digitalen Lehre ja im Grunde an einem ständigen Wandel befinden. Die digitalisierten Lehr- und Lernformen verändern sich, sind unterschiedliche Anwendungen und Praktiken an den Hochschulen zu erkennen. Zuletzt haben Kommunikations- und Kollaborationsformen sich weiterentwickelt durch neue technische Tools, die zur Verfügung stehen. Es gibt neue Entwicklungen im Bereich Self-Assessments, E-Assessments etwa auch. Im
Im Bereich von Simulationen, Augmented Virtual Reality entwickelt sich ein bisschen was weiter. Es gibt Diskussionen auch um adaptive Lernform, Learning Analytics und ähnliche Erscheinungen. Und all das beeinflusst natürlich auch sehr stark die Erwartungen, die an Lernmanagementsysteme gerichtet werden. Das wird sich gleich noch ein bisschen deutlicher zeigen. Lernmanagementsysteme sind komplexe Komplettlösungen für digitalisierte Lehr- und Lernformen, die unter einer zentralen Oberfläche aufgabenspezifische Teilprogramme integrieren, mit denen Managementaufgaben von Lehrenden und Lernenden, also vor allem von Lehrenden und unterschiedliche Lernszenarien abgebildet und unterstützt werden können. Die Lerninhalte werden dabei an einer Datenbank verwaltet und den Lernenden über ein Rechte- und Rollenmanagementsystem dann bereitgestellt. Die Lernmanagementsysteme weisen seit vielen Jahren schon ein relativ hohes Maß an funktioneller Standardisierung auf. Da hat sich, das hat sich sehr, vielleicht doch stark entwickelt, auch über die Jahre hinweg. Der Funktionsumfang ähnelt sich mittlerweile zumindest für viele Systeme relativ stark. Die ganze Entwicklung hat begonnen in der, ja, in mittleren 1990er Jahren, als vielfach entsprechende Projekte an den Hochschulen verfolgt wurden. E-College war eines der ersten Systeme, das heute bei Pearson sozusagen angeboten wird in den USA, aber auch WebCT, das dann zu Blackboard, von Blackboard später aufgekauft wurde, zählte zu den frühen Entwicklungen und im deutschsprachigen Raum eben StudioIP und Ilias vor allem auch. Manche der Systeme wurden außerhalb der Hochschulen als Open Source Projekte gestartet und auch so später fortgeführt. Communities und Dienstleister haben sich da dann um die Weiterentwicklung gekümmert. Andere sind später als lizenzierte Systeme in privatwirtschaftlichen Kontext überführt worden. Es gab eine ganze Reihe von Dienstleistern, die sich dort entwickelt haben, zum Teil auch im Rahmen von Open Source Systemen, dass es dann eine Art von Spin-offs aus den Hochschulen heraus gab, entsprechende Dienstleister, die im Bereich Hosting, Integration mit Drittsystemen, im Bereich Schulung, die die Hochschulen entsprechend unterstützt haben und das heute auch weiter tun. Bekannt ist ja, dass sich in unterschiedlichen Bildungssektoren Lernmanagementsysteme ganz unterschiedlich entwickelt haben auch. Es gibt einen sehr großen Markt für Lernmanagementsysteme für den Unternehmensbereich, der soll milliardenschwer sein insgesamt. Da gibt es auch eine sehr intensive Nutzung von kommerziellen Systemen beispielsweise. An den deutschsprachigen Hochschulen hingegen haben sich Open Source Lernmanagementsysteme sehr stark durchgesetzt und ihren Anteil stetig ausweiten können über die Jahre hinweg. An den Hochschulen war erkennbar, dass es zunächst über mehrere Jahre hinweg ja, ganz unterschiedliche Systeme gab, die ausprobiert wurden, die zeitgleich an einer Hochschule auch eingesetzt worden sind. Es hat nach und nach dann dort Zentralisierungsprozesse auch gegeben. Es gab Schwierigkeiten auch in der Integration der Lernmanagementsysteme mit Content-Management-Systemen, mit anderen, mit der gesamten IT-Infrastruktur. Da wurde an den Hochschulen auch, und es waren auch längere Lernprozesse, die in diesem Bereich zu lösen waren. Ja, die jüngsten Untersuchungen, die es im Bereich der Lernmanagementsysteme gibt, die mir dort bekannt sind, deuten darauf hin, dass das eine Sache sich vielleicht nicht so ganz massiv verändert hat, zumindest. Es gab oder gibt bei Lehrenden ganz unterschiedliche Nutzerprofile. Eine aktuelle Studie vom EduCore Center for Analysis and Research von ECAR zu current Eco zum ja, The Current Ecosystem of Learning Management Systems in Higher Education ist der entsprechende Titel, die im vorletzten Jahr veröffentlicht wurde. Dort heißt es, dass viele Lehrende Lernmanagementsysteme noch immer auf einem recht niedrigschwelligen Niveau einsetzen und häufig eher für administrative Zwecke, die sie einsetzen. Es sind dort so eine sehr große Gruppe von Lehrenden an US-Hochschulen befragt worden. Über 17.000 Lehrende von 150 Hochschulen haben sich an der Studie dort beteiligt. Und zeigte sich auch in dieser Erhebung, dass es einen relativ hohen Anteil an US-Hochschulen gibt, die sich sozusagen überlegen, ob sie innerhalb der nächsten 3 Jahre
das genutzte Lernmanagementsystem austauschen sollen durch ein moderneres, das vielleicht im Bereich mobiler Nutzungsformen noch etwas mehr bietet oder im Bereich der Kollaborationstools oder im Bereich von Personalisierungsoptionen. Es heißt dort in der EKAS-Studie, dass durchschnittlich die Systeme so 8 Jahre im Einsatz seien, dass man sich dann überlegt, einen Wechsel vorzunehmen. Und aktuell, so hieß es, seien 13 bis 15% der US-Hochschulen am Überlegen, einen entsprechenden Wechsel auch vorzunehmen. Es hat über all die Jahre eine ganze Reihe von Kritik an diesen monolithischen Lernmanagementsystemen gegeben. Es hieß dort, die seien zum Teil ja, erfolgreicher zur Kursadministration als zur Unterstützung von Lernprozessen und Lernerfolg eingesetzt worden. Sie förderten eine Praxis der klassischen Wissensübertragung und seien eher Lehrenden zentriert und würden nicht ausreichend auf die Lernbedürfnisse von Studierenden hin ausgerichtet sein. Außerdem hat es gerade in den vergangenen Jahren, wie angedeutet, ja eine ganze Reihe von Veränderungen gegeben, fragmentiertere Lernumgebungen zum Teil, die aus unterschiedlichen Komponenten sich zusammensetzen, neue Kollaborationstools, die erprobt werden. Soziale Medien haben im Bereich Kommunikation jetzt über Jahre hinweg eine wichtige Rolle auch gespielt, sodass sich auch von daher die Frage stellt, ob diese klassischen, vielleicht etwas monolithisch anmutenden Lernmanagementsysteme sich langfristig weiter so behaupten werden, auch im Hochschulbereich, wie sie das in den vergangenen 20 Jahren jetzt immer stärker getan haben. Und es gab oder gibt eine aktuelle Studie, auch von EduCourse oder im EduCourse-Kontext entstanden in den USA, die sich nennt Next Generation Digital Learning Environments. Dort berichten die Experten von EduCourse sogar davon, dass zum Teil eher eine Post-LMS-World prognostiziert wird, dass nicht klar ist, ob LMS künftig noch so eine zentrale Rolle spielen würden. Und sie sprechen sich aber eher dafür aus, dass eine Weiterentwicklung in Richtung auf ein Next Generation Learning Management System stattfinden soll, dass man da stärker mit Mashup-Ansätzen arbeiten sollte, mit unterschiedlichen Komponenten, die zusammengefügt werden und stärker cloudbasierte Ansätze auch künftig verfolgen wird voraussichtlich. In jedem Fall lässt sich ganz klar aus meiner Sicht sagen, dass Lernmanagementsysteme in den vergangenen 20 Jahren eine sehr, sehr hohe Wandlungsfähigkeit unter Beweis gestellt haben. Sie werden in unterschiedlichster Weise angepasst und genutzt. Es gibt Lernmanagementsysteme, die ja, seit 2, 3 Jahren auch als MOOC-Plattform eingesetzt werden. Moin auf Moodle-Basis ist da etwa bekannt. MOOC-IP, seitens Stud-IP wäre ein weiteres Beispiel dort etwa. Oder es gibt auch kommerzielle Dienstleister, die sich ein Open-Source-Lernmanagementsystem sozusagen näher angeschaut haben und dort eine optimierte Fassung auf der Ebene der Nutzeroberflächen angeboten haben. Da hat sich unter anderem Moodle Rooms beispielsweise hervorgetan. Ja, es gibt eine ganze Reihe neuer Nutzungsmuster von Anwenderinnen und Anwendern, die gerade in den allerletzten Jahren zu einer Vielfalt an Anpassungen an Lernmanagementsystemarchitekturen geführt haben. So zumindest mein Eindruck im Gespräch mit ja, Community-Vertretern, auch für unterschiedliche LMS. Es wird sehr häufig verwiesen auf eine Optimierung für mobile Nutzungsszenarien mittels Responsive Design, die sehr viele LMS-Communities intensiv beschäftigt oder beschäftigt hat in den vergangenen Jahren. Es wird häufig hingewiesen auf eine Öffnung gegenüber anderen webbasierten Systemen über Programmierschnittstellen im Hinblick auf Vernetzungs- und Kollaborationsfunktionen beispielsweise oder eine Ausweitung von Social Learning-Funktionen und auch auf eine leichtere Integrierbarkeit, eine intuitivere Nutzbarkeit, Individualisierbarkeit. Und eine stärkere Anpassbarkeit wird relativ häufig dort verwiesen, wenn man dort einmal nachfragt, bei LMS-Dienstleistern oder Vertreterinnen der entsprechenden Communities. Ich springe jetzt über diese Folie einfach einmal. Ich hatte noch eine etwas neuere Fassung des Foliensatzes, die wir leider jetzt hier nicht sehen können. Wir hatten vereinbart vorab, dass wir einen ganz kurzen Blick auch auf Entwicklungen vielleicht in einzelnen Communities in Bezug auf einzelne Lernmanagementsysteme werfen wollen. Ich habe hier daher eine sehr kleine Auswahl, wenn man so will, von unterschiedlichen LMS zusammengestellt, lizenzbasierte Systeme, sozusagen lizenzrechtlich geschützte Systeme, proprietäre Systeme und freie Systeme.
Es gäbe eine Fülle von weiteren Systemen, die man sicherlich hätte nennen können. Ich will auf sehr wenige nur eingehen. Wir haben eben anhand der Befragung ja schon gesehen, welche Systeme besonders stark verbreitet sind an deutschsprachigen Hochschulen. Und die habe ich auch tatsächlich in den Vordergrund gestellt. Ich will ganz kurz eingehen auf Moodle, Ilias, StudIP und OpenOLAT als Systeme aus dem Open-Source-Kontext und würde ergänzend noch kurz auf Blackboard Learn eingehen wollen als ein System, das zurzeit nur an wenigen Hochschulen im deutschsprachigen Raum eingesetzt wird, aber um den Bereich der kommerziellen Systeme sozusagen zumindest exemplarisch mit aufzugreifen. Um zunächst kurz auf Moodle einzugehen, ein System, das seit 1999 in Australien von Martin Dougiamis entwickelt worden ist, seit 2002 als Open-Source-System verfügbar ist, stellt Online-Kursräume zur Verfügung, in denen Arbeitsmaterialien dann bereitgestellt werden und Lernaktivitäten unterschiedlichster Form umgesetzt werden. Es gibt eine Fülle von Einzelmodulen, ich habe hier wenige kurz aufgeführt. Insgesamt findet man über 1000 Zusatzmodule, auch die online in der Regel kostenlos dann abgerufen werden können, mit denen das System in vielfältiger Weise auch angepasst werden kann. Es gibt darüber hinaus ein Webangebot unter Moodle.net, über das sich Lehrende für unterschiedlichste Disziplinen freie Kursmaterialien auch herunterladen können. Aktuell sollen über 70.000 registrierte Installationen weltweit für das System existieren. Im deutschsprachigen Raum betreut sozusagen auch Entwicklungen für Moodle und Anforderungen auch von Hochschulen werden von der Moodle-Community betreut. Es gibt jährliche Anwenderkonferenzen, die Moodle Moots, auf denen entsprechende intensiver Austausch dann letztlich um das System auch gepflegt wird. Das zweite System, das auch recht häufig an deutschsprachigen Hochschulen genutzt wird, wäre dann Ilias, seit 1997/98 an der WISO-Fakultät der Universität zu Köln entwickelt, seit 2000 als Open-Source-System verfügbar stellt. Über das System werden Lernmaterialien bereitgestellt. Es bietet eine ganze Reihe von Kommunikations- und Kooperationsfunktionen und auch im Bereich Assessments und Prüfungen kann es und Evaluationen kann es intensiv eingesetzt werden. Die Grundidee letztlich im System ist die in einer Art Bibliothek über die unterschiedlichste Materialien dann durch die Nutzerinnen und Nutzer abgerufen werden können. Und die optische Grundstruktur ist die eines persönlichen Schreibtisches. Es hat hier in den letzten 2, 3 Jahren eine ganze Reihe von Veränderungen auch gegeben. Optimierung für mobile Nutzungsszenarien mittels Responsive Design, damit man auch auf dem Tablet und vielleicht auch auf dem Handy eben bestimmte Ilias-Inhalte nutzen kann. Eine bessere Berücksichtigung von kompetenzmanagementorientierten didaktischen Ansätzen spielte bei der Entwicklung zuletzt eine ganz zentrale Rolle. Und weitere Optimierungen im Bereich der Weblog-Funktion, des Kursmanagements, der Aufgaben, Umfragen oder Testfunktionen und auch im Bereich der E-Portfolio-Seiten. So auf Ilias ist es der Ilias Open Source E-Learning Verein, der die Roadmap für die weitere Entwicklung jeweils definiert. Es gibt eine Reihe von Dienstleistern für das System in Deutschland auch und jährlich internationale Konferenzen, über die sich die Anwender und die Entwickler dann intensiv austauschen. Drittes System mit einem etwas anderen Schwerpunktsetzung wollte ich auch StudIP kurz mit nennen. Eine Arbeitsumgebung, die etwas stärker auch vor allem auf administrative Aspekte hin ausgerichtet ist. Die Lehrveranstaltung ebenfalls unterstützt seit 1999, zunächst ursprünglich an der Universität Göttingen entwickelt worden ist. Es gibt unterschiedliche lehrveranstaltungsbegleitende Funktionen dort. Es werden Ablaufpläne, Foren, Teilnehmerlisten, News, Umfragen, Tests und Ähnliches bereitgestellt. Genauso werden auch bei StudIP verschiedene Community- und Kollaborationstools heute bereitgehalten. Daneben spielen Campus-Management-Funktionen bei StudIP eine relativ große Rolle, etwa im Bereich Kursplanung und Raumverwaltung. Ich habe es mit aufgenommen, weil es dennoch kein ganz klassisches Campus-Management-System ist, das ausschließlich auf administrative Funktionen ausgerichtet wäre.
Bei der jüngsten Entwicklung hat vor allem der Übergang von einem in sich geschlossenen System hin zu einem etwas offeneren System eine wichtige Rolle gespielt. Man hat da intensiv mit Programmierschnittstellen gearbeitet. Es gab eine Reihe funktionaler Erweiterungen, die jetzt vor allem über Plugins vorgenommen werden sollen, nicht mehr sozusagen in den Systemkern dann eingepflegt werden, sondern möchten mal etwas flexibler werden. Die Nutzererfahrung soll sozusagen modernisiert werden. Es gibt modernere Frameworks und Bibliotheken, die jetzt bei der Entwicklung eine zentrale Rolle spielen. Funktionen und Oberflächen werden redesigned und vor allem auch im Hinblick auf eine moderne mobile Nutzungsszenarien angepasst im Rahmen einer responsiven Webansicht. Kurz erwähnt hatte ich schon, dass FrischDoodleIP auch eine Art von ja, MOOC-Funktion seit 2 Jahren umgesetzt wird und entwickelt wird und das System soll eben verstärkt heute neuen Nutzungsmustern auch Rechnung tragen. Es gibt die FrischDoodleIP Core Group, die in Zusammenarbeit mit DataQuest in Göttingen die entsprechenden neuen Entwicklungsziele sozusagen festlegt, die Agenda festlegt für die weitere Entwicklung und jährliche Entwicklertagungen, Anwendertagungen, Workshops und ähnliches. Ein viertes Open Source System, das gerade in den vergangenen Jahren eine wichtige Rolle, zentrale Rolle auch an den deutschsprachigen Hochschulen zu spielen scheint, wäre OpenOLAT oder OLAT sozusagen als das System, wie es ursprünglich geheißen hat, 1999 an der Universität Zürich entstanden. Es gab vor 5 Jahren so auf OLAT einen großen Refactoring-Prozess. Da ist sehr viel am Code grundsätzlich verändert worden. Daraufhin gab es ja, eine Spaltung in der Community, einen Fork und die Aufteilung in OLAT und OpenOLAT. Beide Systeme bieten unterschiedlichste Komponenten im Bereich Content Management, Foren, ja, im Bereich von Betreuung, Kollaboration und Kommunikation, Portfolio, Selbsttests, Tests und auch einzelne Funktionen im Bereich Campus Management, etwa eine Art Kurskatalog. OLAT und OLAT haben ja Wert gelegt auf ein sozusagen Angebot im Bereich von Personal Learning Environment, sodass die Lernenden sich ihre Funktion sozusagen ein bisschen selbstverantwortlich auch möglichst zusammenstellen können. Bei der letzten Version gab es auch bei OpenOLAT ein komplettes Redesign der Nutzeroberfläche. Die sollten intuitiver gestaltet werden. Auch dort wurde mit dem responsiven Design gearbeitet, um mobilen Zugang möglich zu machen, ohne auf eine App angewiesen zu sein. Das Rollen- und Rechte-System wurde erneuert. Es gab Optimierungen auch im Bereich Kurs- und Kurswerkzeuge, elektronische Assessments und Prüfungen und in Bezug auf das integrierte Chat-Modul auch weitreichende Veränderungen. Bei OpenOLAT ist es auch die entsprechende Community, die in Abstimmung mit Frantics dort in Zürich sich um die Weiterentwicklung des Systems kümmert. Es gibt eine ganze Reihe von OpenOLAT-Events als Anwenderkonferenz, die OpenOLAT Talks und weitere Veranstaltungen, die eine enge Abstimmung zwischen der Community und den Entwicklern auch gewährleisten sollen. Ein letztes System, das ich kurz noch nennen wollte, wäre Blackboard Learn als also vielleicht Fallbeispiel für kommerzielle Systeme. Seit 1997 als kommerzielles Lernmanagementsystem verfügbar aus verschiedenen Management-Systemprojekten an unterschiedlichen Hochschulen hervorgegangen, unter anderem Cornell und Virginia CU wären dazu zu nennen. Auch hier, wie bei den anderen Systemen, habe ich kurz sagen, einige der Kernanwendungen aufgelistet, die sich nicht grundsätzlich unterscheiden von dem, was viele andere Systeme bereitstellen. Interessant scheint mir hier vor allem, dass es auch bei Blackboard Learn einen großen Relaunch seit dem vergangenen Jahr gegeben hat. Das Bestreben, das gewachsene System stärker auf mobile Lernszenarien hin auszurichten, eine neue Student-App zu entwickeln, um den Bedürfnissen der Studierenden dort entgegenzukommen, eine intuitivere Nutzerführung zu erreichen. Es soll ein studierendenzentrierterer Ansatz verfolgt werden, als es in der Vergangenheit der Fall war.
die Kollaborationsmöglichkeiten ausgebaut worden werden und man will adaptiven Elementen im Kontext von Learning Analytics stärker Rechnung tragen, die, denke ich, im angloamerikanischen Raum eine stärkere Rolle spielen, als es vielleicht für die deutschsprachigen Hochschulen der Fall ist. Außerdem hat sich Blackboard seit 3, 4 Jahren relativ stark auch als Anbieter, ja, mit Anbietern von Moodle-Lösungen dort befasst, verschiedene entsprechende Anbieter aufgekauft, um auch eine engere, ja, engere Kontakt letztlich zur Open Source Community zu finden, die ja gerade für die Hochschulen doch eine sehr zentrale Rolle spielen seit sehr vielen Jahren. Soweit vielleicht nur ein kurzer Eindruck von Entwicklungen bezug auf verschiedene Systeme in den vergangenen Jahren. Meine Schlussfolgerungen wären die folgenden, mit denen ich auch jetzt schon zum Ende kommen möchte. Die Lernmanagementsysteme haben seit den Ursprüngen in den mittleren und späten 1990er Jahren sich an den Hochschulen als sehr komplexe Softwaresysteme sehr erfolgreich entwickelt, sind in der Nutzung, das zeigen auch die schon erwähnten EduCourse-Studien in den USA, sagen sehr stark verbreitet, ein Großteil der Lehrenden nutzt diese Systeme zumindest in der einen oder anderen Weise. An deutschsprachigen Hochschulen gab es doch recht langjährige Lernprozesse auch in Bezug auf die zentrale Bereitstellung der Systeme, eine Reduktion allzu vielfältiger LMS-Infrastrukturen vielleicht, es gab Systemwechsel. Und da hat sich, denke ich, sehr, sehr viel auch entwickelt an den Hochschulen bei der Nutzung dieser Systeme. Zurzeit lässt sich deutlich erkennen, dass gewandelte Nutzungsgewohnheiten und Nutzungsmuster die Erwartungen an Lernmanagementsysteme sehr stark beeinflussen in Bezug auf eine mobile Nutzung, bessere Kollaborationstools und auch in Bezug auf eine stärkere Personalisierung der IT-Architekturen für diese Systeme. Zugleich ist es, denke ich, doch auch bemerkenswert, dass zumindest diese schon genannten US-Erhebungen auf eine partielle Unzufriedenheit an Hochschulen mit dem, was LMS zurzeit anbieten, hindeuten und dass es zugleich eben doch bei vielen Systemen größere Re-Engineering-Projekte gegeben hat, mit denen man versucht, diesen Anforderungen dann gerecht zu werden. Ein Aspekt, der vielleicht auf deutschsprachigen Hochschulen zurzeit noch keine zentrale Rolle spielt, ist die Erprobung von LMS im Kontext adaptiver Lernformen. Man findet da gerade für LMS, die an den USA ihren Ursprung haben, ja, einige Versuche, die Systeme adaptiver zu machen, Student-Dashboard-Systeme bereitzustellen, über die Studierende und Lehrende dann erkennen können, wie der Lernfortschritt der einzelnen Studierenden sich darstellt. Das scheint mir eine Entwicklung zu sein, bei der relativ unklar ist, in welcher Weise die möglicherweise für den deutschsprachigen Raum künftig auch eine Rolle spielen könnte. Und damit möchte ich auch gern schon zum Abschluss kommen, dieses Impulsbeitrags, und danke Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank. Das war wirklich, glaube ich, ein sehr umfangreicher Überblick über das, was sich in den letzten Jahren getan hat, was ein bisschen in die Perspektive auch schon geht, Vergleich der wesentlichen Systeme. Es gab während deines Vortrags einige Fragen, die ich jetzt stellen möchte. Wie viele Instanzen, weißt du, das gibt es ungefähr von StudIP und OpenOLAT im deutschsprachigen Raum? Ich habe da nach entsprechenden Daten geschaut, aber wenig Verlässliches gefunden. Ich habe gesehen, dass es da insgesamt auch Tausende von Instanzen gibt. Ich hatte ältere Daten, die vom ZKI mal erhoben worden waren, vor wenigen Jahren gesehen. Bei StudIP wurde damals auf ja, 30 bis 40 Instanzen verwiesen, bei ILIAS waren es so rund 70 seinerzeit. Aber aktuelle Daten liegen mir leider nicht vor. Das kann ich also nicht mit Sicherheit sozusagen einschätzen, auch wie das aktuell sich darstellt. Das waren seinerzeit Daten, die von Gudrun Öwel von der Universität Paderborn im ZKI-Kontext mal erhoben worden waren für die Implementierung an den deutschen Hochschulen vor allem. Okay, vielen Dank. Und dann gab es die Frage, ob Blackboard nicht OS Open Source oder was bedeutet das? Ja, so Jahrelang hatte ich. juristisch bekämpft hat? Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe entsprechende ja, Auseinandersetzungen wohl wahrgenommen, aber nicht wirklich intensiv verfolgt. Vor dem Hintergrund könnte man sicherlich unterstellen, dass das ein Strategiewandel wäre, den es dann dort gegeben hat, angesichts des großen Erfolgs gerade von Open-Source-basierten LMS im Hochschulbereich.
zumindest für die letzten 3, 4 Jahre lässt sich deutlich erkennen, dass das Blackboard da ein starkes Interesse hat, auch im Bereich von Open Source Systemen, insbesondere bei Moodle, durch das Ankaufen verschiedener ja, Dienstleister einen stärkeren Fuß in die Tür auch zu bekommen, so mein Eindruck. Also ich kann vielleicht kurz dazu was sagen. Es war so, dass ich glaube, ungefähr vor 8 Jahren Blackboard eine Patentüberprüfung hat vornehmen lassen, ob das Ding, was sie in dem Learning Management System umgesetzt haben, tatsächlich auch patentrechtlich geschützt sein sollte. Und da gab es einen Sturm der Entrüstung seitens der Open Source Betreiber. Und zumindest hat es sich nicht nachhaltig so verändert, dass jetzt Open Source eingestampft war, das sehen wir ja heute. Sondern Blackboard hat dann eher dazu tendiert, gute Lösungen auf dem Markt einzukaufen und sozusagen in seine Lösung zu involvieren. Ja, danke für die Ergänzung. Stichwort Datenschutz kommt jetzt in den Fragen auch schon häufiger, wobei ich glaube ich jetzt nicht mehr viel mehr weitere Fragen zulassen würde, weil die Zeit tatsächlich jetzt auch schon fortgeschritten ist und wir ja noch einen weiteren Beitrag haben. Noch eine Frage hätte ich allerdings, nämlich tatsächlich scheint es ja so zu sein, dass die am häufigsten genutzten Systeme außer Moodle im deutschsprachigen Raum deutschsprachige Entwicklungen sind. Ist das so richtig? Das ist tatsächlich auch mein Eindruck, dass da der Anteil der Systeme, die ihren Ursprung auch im deutschsprachigen Raum genommen haben, doch recht ausgeprägt ist und dass da offensichtlich die Kommunikation, ja, die Zusammenarbeit sehr, sehr gut funktioniert hat über die Jahre, über die Jahrzehnte letztlich auch zwischen den Hochschulen, zwischen den Communities. Und da die Systeme ja im Hochschulkontext entstanden sind, ist das sicherlich mit ausschlaggebend gewesen dafür, dass Open Source basierte Lernmanagementsysteme aus dem deutschsprachigen Raum an deutschsprachigen Hochschulen auch so eine zentrale Rolle spielen. Trotzdem ist es ja so, dass Moodle vorne liegt und das ist jetzt gerade wieder nicht im deutschsprachigen Raum entwickelt worden. Ja, gibt sicher für die Diskussion gleich im Anschluss noch zahlreiche Anknüpfungspunkte und überhaupt habe ich das bei dem Vortrag von Klaus Wannemacher mehrmals gedacht, dass es da einige Anknüpfungspunkte gibt zu dem Beitrag von Holger Hansen. Ich schalte schon mal auf die Folien um. Ja, vielleicht fange ich so an. In der Post-LMS-World ist die Ruhr-Universität noch nicht angekommen, glaube ich. Das wäre eh eine Frage, wie weit die Hochschulen schon bereit dazu sind. Aber einen Wechsel des LMS hat es gegeben und sicher auch ja, viele Lernprozesse mit dem LMS in den letzten Jahren. So bin ich jetzt gespannt darauf, ja, was deine Quintessenz daraus ist und übergebe das Wort an dich. Ja, vielen Dank, liebe Anne. Vielleicht vorab gesagt, den Wechsel hat es noch nicht gegeben. Wir sind gerade dabei, ein zweites LMS, sprich Moodle, bei uns in Bochum an der Ruhr-Uni zu fahren. Doch dazu gleich mehr. Ich freue mich hier ein bisschen was erzählen zu dürfen zum Thema, was leisten LMS zur Unterstützung von E-Learning an Hochschulen. Und ich habe jetzt den Vortrag überschrieben mit den Worten 15 Jahre Betrieb eines LMS dahinter steckt, wie es vielleicht der eine oder andere schon weiß. Oh, ich sehe, ich bin zu leise. Moment, ich bin auch hier technisch prima. Ich hoffe jetzt einfach mal. Ja, 15 Jahre Blackboard bei uns an der Uni in Bochum. Vielleicht ein Satz zu mir und zu dem, was ich hier tue, Holger Hansen. Ich komme eigentlich aus der Ecke der Erwachsenenbildung, Weiterbildung, Didaktik, bin also kein Techniker und bin hier tatsächlich, ich habe es kaum glauben können, vor gut 15 Jahren hier in der Ruhr-Uni eingestiegen, mit der Annahme, das mal 2 Jahre zu tun, um dann ja einfach weiterzuziehen. Und offensichtlich ist es so, dass ich hier immer noch da bin, genauso wie die Lernplattform, die ich damals angetroffen habe. Und das war zur damaligen Zeit natürlich noch was ganz Tolles und Innovatives. Man kann sich vorstellen, im Jahr 2000, 2001 haben viele Hochschulen das Wort E-Learning noch gar nicht gekannt. Ich war damals auch tätig in einem Bereich, der sich nannte Neue Medien oder so. Ein paar Alte, die hier dabei sind, kennen diesen Begriff vielleicht von damals. Ja, wir sind hier an der Ruhr-Uni eine relativ große Universität mit 20 Fakultäten, ich glaube knapp 45.000 Studierenden, also auch tatsächlich ein recht großer Dampfer, was natürlich dann auch Potenzial bietet für E-Learning
Und was auch für uns den angenehmen Nebeneffekt hat, dass die Ruhr-Uni nicht nur strategisch erkannt hat, dass E-Learning etwas Schönes ist, deshalb gibt es ja auch diese Stabsstelle, sondern auch dabei ist, Ressourcen in E-Learning hineinzustecken, insbesondere bei der Frage des Mehrwerts. Wenn man eine Umfrage macht, wie wir es gerade ja schon getan haben, in Richtung, welche LMS werden eigentlich bei uns an Hochschulen eingesetzt, würde ich mal die Behauptung aufstellen, dass viele auf die Frage, welches Bild kommt Ihnen eigentlich in den Kopf, wenn Sie an Learning Management Systeme denken, dass ein solches Bild vielleicht dem einen oder der anderen in den Kopf kommt, nämlich das eines Dinosauriers. Ich habe es mir gerade notiert, Anne Thielhusen hat schon gesagt, Lernsysteme sind nicht sexy, monolithische Systeme, hat gerade Klaus Wannemacher vielleicht nicht ganz zu Unrecht gesagt. Ich höre auch immer wieder im deutschsprachigen Land sowas wie PDF-Schleudern und ähnliches. Man kann der Meinung sein, das stimmt, und vielleicht ist es dann auch so, dass es eher eine Aussage darüber trifft, wie diese Lernplattformen in Hochschulen tatsächlich eingesetzt werden. Denn ich glaube, dass viele der Learning Management Systeme, egal wie sie nun heißen, ein bisschen mehr auch technisch unter der Haube haben als das, was benutzt wird. Aber auch da stellen wir mit Freude fest, wir haben mal eine allgemeine Nutzungsakzeptanzanalyse hier durchgeführt, dass es nicht mehr so ist, dass nur die PDF-Ablage genutzt wird, sondern tatsächlich auch darüber hinaus Kommunikationstools genutzt werden, die sogenannten Web 2.0-Tools wie Wikis oder Blogs oder auch der ganze Assessment-Bereich in den Plattformen inzwischen offensichtlich auch im normalen Lehralltag an den Hochschulen angekommen zu sein scheint. Ich sage das deswegen so ein bisschen vorsichtig, weil die Umfragen, die wir in dem Bereich gestartet haben, leider nie repräsentativ sein können, weil Sie ahnen schon, die Rückmeldezahl derer, die wir angeschrieben haben, hält sich da immer sehr in Grenzen vielleicht. Die Bitte an mich war im Vorfeld, auch ein bisschen aus der Ruppe-Perspektive zu erzählen, und dem komme ich gern nach und habe auch da ein nicht ganz so historisches Bild mitgebracht, nämlich dieses. Das war ein Screenshot aus dem Jahr 2002. So sah unser Blackboard damals aus. Und ich finde, dass man eigentlich immer noch ganz gut erkennen kann, dass die Grundfunktionalitäten auch heute immer noch da sind. Vielleicht war damals Blackboard so ein bisschen seiner Zeit voraus. Wenn ich überlege, dass damals der riesengroße Vorteil einfach der war, dass verschiedene Funktionen in einem System zusammengekommen sind. Das ist ein Vorteil, den man vielleicht heute so krass nicht mehr sehen würde. Aber nach wie vor ist es eigentlich ganz schön zu sagen, die Studierenden einer Hochschule finden in möglichst einem solcher Systeme all die Infos, all die Kommunikationstools zu allen Veranstaltungen, die sie haben. Ich finde das ein bisschen schwierig. Ich war gerade auch letzte Woche noch mal in einer anderen Hochschule unterwegs, wo sich dann herausstellt, dass es nicht wenige Hochschulen gibt, die mehrere Learning Management Systeme parallel betreiben. Das kann so wie bei uns im Augenblick sein, dass wir zwei, also Blackboard und Moodle, im Augenblick betreiben. Häufig passiert aber auch das, dass so an Lehrstühlen, an Instituten, in Fakultäten einzelne Learning Management Systeme betrieben werden, und das hat manchmal zur Folge, dass das für die Studierenden sehr anstrengend sein kann, weil man seinen Kurs sozusagen eine Auswahl von LMSen suchen und dann vielleicht irgendwann mal finden kann. Das, was ich gerne auch da spontan an der Stelle einfügen will, ist, das hatte vorhin ein Kollege hier schon geschrieben zum Thema auch Datenschutz. Man muss immer so ein bisschen im Hinterkopf haben, in dem Augenblick, wo wir solche Systeme an Hochschulen betreiben, hat natürlich auch der Datenschutz, ob er sich nun ändern mag oder nicht, sei mal dahingestellt, etwas zu sagen. Und das ist manchmal so ein bisschen das Problem, was in solchen Lernplattformen dann an so kleinen Lehrstühlen von studentischen Hilfskräften gepflegt, nicht immer so berücksichtigt wird. Gut, das als kleines Bild. Ich habe übrigens mal eine Folie Ihnen mal mitgebracht, die ist tatsächlich ebenso uralt wie der Screenshot gerade. Es ist nämlich Folie aus dem Jahr 2001 von dem damaligen Projektor, übrigens für Struktur und Finanzen, noch nicht mal ein Projektor für Lehre damals, der 2001 das Blackboard mitgebracht hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Und zwar war damals die Frage, warum nehmen wir eigentlich das? Und ich finde eigentlich ganz spannend, dass diese Punkte, die er aufgeführt hat, also angefangen von der Usability, die internationale Verfügbarkeit oder Verbreitung, die Frage, ob es ein etabliertes System ist, kein Prototyp, Möglichkeit des Zukaufs an Inhalten, ich würde es mal ein bisschen weiternehmen, ein bisschen Erweiterung
und die Frage der Kosten Dinge sind, die heute noch genauso sinnvoll sind und genauso aktuell sind. Also wenn wir heute uns auf dem Markt umschauen und überlegen, welche Plattform hat eine gute Funktionalität, welche ist international groß verfügbar, sowohl bei uns in der DACH-Region, aber auch darüber hinaus, welche Plattform hat eine große Basis, eine große Community, wo können wir flexibel mit Inhalten umgehen, mit Erweiterungsmöglichkeiten umgehen und wie sieht das Ganze kostenmäßig aus? Da landen wir dann, soll kein Werbeblock sein, ich bin also keine Provisionsempfänger von Moodle, sondern wir landen tatsächlich bei Moodle. Und es ist so, dass wir uns an der Ruhr-Uni natürlich Gedanken gemacht haben, ob es klug ist, eine solche zweite Lernplattform bei uns in der Form einzuführen, inzwischen auch schon ja, fast 5 Jahre am Start. Damals übrigens als Ergebnis eines kleinen Projektes, was wir bei uns hatten. Und zwar hatten wir die Aufgabe, ein LMS für die inzwischen 9 Universitäten Afghanistan zu hosten. Und da haben wir uns ein bisschen umgesehen, kam mit Blackboard nicht so richtig zu Rande, was mit den Lizenzen zu tun hatte und sind letztendlich bei Moodle gelandet. Und man sieht da vielleicht so ein bisschen das, was die Diskussion von außen auch ganz gut widerspiegelt. Ich habe dann im Prinzip von dem Geld, was vorgesehen war als Lizenzkosten, damals einen technischen Kollegen einstellen können, der sich dann um das Moodle-Hosting gekümmert hat. Und in diesem Drittmittelvorhaben war Moodle dann sozusagen auch plötzlich für die Ruhr-Uni Bochum verfügbar. Und wir stellten, nicht ganz überrascht, aber vielleicht in dem Ausmaß überrascht, fest, dass viele der Lehrenden sagten, wir kennen vielleicht Moodle von anderen Hochschulen und kommen nach Bochum und möchten mit dem System weiterarbeiten und vieles mehr, was dazu geführt hat, dass Moodle inzwischen eine ziemlich große Base hat, bei uns auch in der Ruhr-Uni Bochum. Und wir stellen fest, dass der große Bruder Blackboard zunehmend kleiner wird zugunsten von Moodle. Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass unser Rektorat, ich fand sehr sinnvoll, beschlossen hat, nicht von heute auf morgen das Aus von Blackboard zu verkünden, so als Top-Down-Methode, sondern in Absprache mit uns den Weg gewählt hat, zu sagen, wir starten etwas, was wir Moodle-Offensive genannt haben und nennen, nämlich der Weg, zu schauen, wie können wir Lehrende und Studierende auch, die vergisst man in dem Kontext manchmal allzu schnell, in unseren 20 Fakultäten davon zu begeistern, die jahrzehntelange Gewohnheit, möchte man fast sagen, die jahrelange Arbeit mit Blackboard fallen zu lassen, auf Moodle zu wechseln. Und ich finde das ganz spannend, dass es uns gelungen ist, auch unsere Power-User relativ schnell für Moodle zu begeistern. Das war einer meiner größten Befürchtungen, weil das zum Teil Lehrende sind, die sehr, sehr viele Ressourcen in Blackboard hineingesteckt haben und plötzlich sich umgewöhnen müssen. Die waren dann die, die am offensten offensichtlich war. Und auch sonst stellen wir fest, dass es wenig, ich möchte nicht sagen keine, aber wenig Widerstände gibt. Da hatte ich am Anfang damit gerechnet, obwohl ich von anderen Hochschulen, die solche LMS-Wechsel vollzogen haben, häufig gehört habe, wir haben wahnsinnig viel Support vorgehalten, es wurde aber gar nicht so intensiv genutzt, wie wir es eigentlich mal gedacht haben. Und das ist schon echt eine schöne Erfahrung zu sehen, dass unser Moodle an der RUB angekommen ist und es steht jetzt aus, dass im Rektorat entschieden wird, auch dann formal, sich dann von Blackboard irgendwann zu verabschieden. Wobei auch hier ganz klar ist, wir werden das nicht, wenn das Rektorat entsprechend beschließt, von heute auf morgen einfach abschalten, sondern es wird eine Übergangszeit geben, um auch dann allen die Möglichkeit zu geben, sich dann gemütlich an Moodle zu gewöhnen. Und jetzt kann man sich die Frage stellen, warum tun wir das? Und ich habe da mal von unserem Werbebanner mal einen Screenshot gemacht und mal mitgebracht. Die Gründe, das sind Gründe, die zum Teil natürlich Dinge sind, die gegen Blackboard klingen, aber eigentlich mehr für Moodle sind. Und ich will die kurz nur mal durchgehen. Der erste Punkt ist, glaube ich, relativ schnell klar. Wir haben es auch gerade in der nicht ganz repräsentativen Umfrage am Anfang dieser Konferenz gesehen. Moodle ist mit Abstand am weitesten verbreitet. Wir haben es Lernplattform Nummer 1 genannt.
Die vielfältigen Funktionen sind das, was wir besonders klasse finden, insbesondere auch die Erweiterungsmöglichkeiten, die ja in der Regel oder fast alle Open Source sind, die wir sozusagen nur technisch heranflanschen müssen, die aber Lehrenden, wie ich finde, und auch Lernenden einen großen Mehrwert bieten können. Wir haben eine starke Community, das ist übrigens das, wo ich auch sagen muss, das ist sehr, sehr traurig mitbekommen zu haben, wie sehr die Hochschul-Community im Bereich Blackboard geschrumpft ist. Wir waren früher, als Blackboard mal wieder einen Kauf getätigt hat, WebCity, eine ziemlich starke, tolle Community und haben mal festgestellt, dass wir inzwischen mit der FU Berlin, Salzburg und der Veterinärmedizinischen Universität Wien alleine am Tisch sitzen. Und das ist natürlich nicht besonders schön. Die Lizenzkosten ist natürlich auch ein Grund, den man mal nennen muss. Wobei ich es schon wichtig finde, auch im Hinterkopf zu haben, ein System wird nur so weit gut weiterentwickelt, wie es Einrichtungen gibt, die diese Weiterentwicklung auch sicherstellen. Da wird sich für uns natürlich auch die Frage stellen, wie können wir einen Teil leisten, um nicht nur reine Nutznießer zu bleiben. Und last but not least ist es so, dass wir sagen müssen, wir haben eine Universitätsallianz Ruhr, das ist die Abkürzung UA Ruhr, in der auch in Dortmund und Duisburg-Essen Moodle im Einsatz kommt. Und da ist es ja ganz reizvoll zu sagen, dann setzen wir an der Stelle auch auf Moodle und suchen nicht noch eine neue Lösung. Und vielleicht ist es ja mal eine Perspektive, mal darüber nachzudenken, ich formuliere das mal bewusst sehr schwammig und noch sehr im Konjunktiv, ob wir vielleicht mal als UA Ruhr Allianz vielleicht irgendwann mal sogar ein gemeinsames Moodle betreiben, wie auch immer das dann aussehen könnte. Ja, das ist so ein bisschen das, neben vielen anderen Punkten, die uns einfach wichtig waren, jetzt so stark auf Moodle zu setzen. Und ich möchte in meiner schon abschließenden Folie ein paar Fakten oder auch Thesen anführen, die ich jetzt einblende. Und zwar, ich sehe, jetzt dauert das ein bisschen. Nein, hier ist es schon. Ich hoffe, Sie sehen es auch. Ohne LMS kein E-Learning in Hochschulen, auch im Jahr 2016. Ich finde das immer wieder spannend zu erleben, wenn ich gerade mal Blogs verfolge, wenn ich auf Tagungen und Kongressen bin, dass wir in der E-Learning-Community in diesen Tagungen, wo wir unsersgleichen sind, ganz, ganz weit sind. Wir reden von großen Zukunftsszenarien. Ich finde das auch gut und wichtig, dass wir das tun. Ich stelle gleichzeitig fest, dass es immer noch nicht wenig Lehrende gibt an den Hochschulen, die zärtlich damit anfangen, ein paar PDFs hochzufahren, mal zu versuchen, mal mit dem Wiki zu arbeiten und sozusagen dort ein bisschen, ich sag's mal in Anführungsstrichen, hinterherhinken. Und ich merke Tag für Tag, dass auch unsere Lehrenden hier E-Learning von dem LMS aus denken. Das heißt, ich glaube, dass E-Learning auch in Zukunft ein starkes Gewicht haben wird in Form dieser Lernplattform. Und das ist von Lehrenden und Lernenden einfach ein schöner Ausgangspunkt, bei dem es aber nicht zwangsläufig bleiben muss. Ich stelle fest und behaupte, dass die Learning Management Systeme bereits oder zunehmend stark in die eigene IT-Infrastruktur integriert sind oder integriert werden. Zu nennen wären da natürlich das zentrale Identity Management, in dem die Anmeldung über die Standard-Hochschul-Accounts möglich ist. Das ist etwas, was meines Wissens die meisten Hochschulen schon umgesetzt haben. Etwas schwieriger, da spreche ich auch selbstkritisch für die Ruhr Uni Bochum, ist es, diese Anbindung an Campus Management hinzubekommen, was dann den Vorteil mit sich bringt, dass man mit einem Klick aus dem Campus Management System Kursräume in der Lernplattform anlegt mit den dazugehörigen Kursleitenden und Kursteilnehmenden. Ich stelle fest, und das ist für mich auch ein großer Vorteil der Standardisierung, dass viele Schnittstellen inzwischen schon bedient sind oder bedient werden. Ich möchte da für uns in Bochum hervorheben, zum einen die Schnittstelle zu Adobe Connect. Wir sind wie die meisten anderen Hochschulen im DFN-Verein und können Adobe Connect, was wir gerade ja auch live hier betreiben, auf eine andere Instanz ganz gut nutzen. Und diese Schnittstelle macht es möglich, ohne separate Registrierung und Anmeldung von Moodle direkt in Adobe Connect hineinzukommen. Wir arbeiten aber auch schon seit einiger Zeit mit der Schnittstelle und der Anbindung von Mahara, dem E-Portfolio-System, was ganz gute Dienstleistungen da auch uns zur Verfügung stellt, wenn auch E-Portfolio bei uns noch nicht in die Breite kommt.
Spannend finde ich in dem Kontext, den wir auch in der UR-Ruhr diskutiert haben, über diese Hub-Technologien nachzudenken, die ja sozusagen auch die Parallelität unterschiedlicher LMS aufhebt und eine gute Basis darstellen, aus meiner Sicht, für Kooperationen zwischen Hochschulen. Ich finde, dass diese Kooperation unter Hochschulen sowieso etwas ist, was den Mehrwert von E-Learning ganz besonders deutlich werden lässt, mehr noch als wenn wir von einer Anreicherung einer Präsenzveranstaltung reden. Und ich merke immer wieder in Gesprächen, auch wenn es der Community jetzt nichts Neues ist, dass die Video-Streaming, das Video-Management-Dienste Dinge sind, die im Augenblick sehr stark bei uns auch angekommen sind. Lernen und Video ist ein großes Thema und wir stellen uns natürlich auch hier die Frage, ob es sinnvoll ist, diese Videodateien alle in die Lernplattform hochzufahren oder ob es da nicht klug ist, irgendwelche guten Streaming-Lösungen zu finden. Aber das ist auch ein Thema, an dem wir dran sind. Last but not least, der Punkt E-Assessment, ein Punkt, bei dem wir uns auch in Bochum etwas schwer tun, was übrigens auch damit zu tun hat, dass wir in Sachen Datenschutz, Datensicherheit ein bisschen zu tun haben und stelle aber auch mit Neid fest und mit Verblüffung fest, dass nicht wenige Hochschulen sich entschieden haben, durch separate Learning Management Instanzen eine E-Assessment-Umgebung zu fahren. Meines Wissens ist das gerade bei Elias recht weit verbreitet und nachweislich erfolgreich in dem Augenblick, wie man sagen kann, dass tatsächlich einfach erfolgreich zum Teil seit mehreren Semestern, seit einigen Jahren diese E-Assessments über Elias oder andere Learning Management Systemen durchgeführt werden. Ja, ich habe noch eine weitere These mitgebracht. Vorhin kam ja auch, glaube ich, mal, ich überfliege so ein bisschen mit einem Auge schon mal das, was geschrieben wird. Learning Management System wird bleiben, trotz Facebook, Google und Co. Ich finde, dass Facebook, Google und Co. natürlich in der Usability und natürlich im Preis-Leistungs-Verhältnis auf den ersten Blick tolle Dienste anbieten und auch in der Nutzung einfach überragend sind. Ich stelle fest, dass es auch bei uns nicht wenig Lehrveranstaltungen gibt, die gerade über Facebook auch dann auch laufen. Ich fand mal ganz lustig, dass ich im Rahmen einer Lehrveranstaltung, die ich an der Uni Köln durchgeführt habe, als Lehrbeauftragter plötzlich von einem Studierenden selber eingeladen wurde in eine andere Plattform, um dort mit den Studierenden in Kontakt zu kommen. Ich fand das ein bisschen merkwürdig, aber ist ein Zeichen dafür, dass das genutzt wird. Ich glaube, dass es gut ist, zu unterscheiden, wo Studierende sich neben dem offiziellen Studium verabreden, ob das WhatsApp-Gruppen sind oder was auch immer, und wir in den Hochschulen Learning-Management-Systeme betreiben, bei denen wir uns aus datenschutzrechtlichen Gründen keine Sorgen machen müssen und wir mit gutem Gewissen sagen können, dass das, was offiziell in diesen Plattformen passiert, bei uns an den Hochschulbetrieben auch sozusagen clean ist in jeder Hinsicht. Ich möchte abschließen mit ein paar Gedanken, die ich für uns in Bochum spannend finde, bezogen auf Lernplattformen. Ich finde es phänomenal zu sehen, wie die Nutzung der mobilen Anwendung steigt, ob das über Responsive Design Lösungen so stattfindet, ob das etwas ist, was mit Apps realisiert wird. Ich merke, das wird sozusagen von Tag zu Tag mehr. Wir hatten letztlich, ich glaube, ungefähr 25% der Zugriffe über mobile Endgeräte. Ich persönlich finde spannend, die Lernplattform für das Konzept des Inverted oder Flip Classroom einzusetzen. Ich finde das eine sehr spannende Geschichte, indem wir auch Learning Management Systeme intensiv einsetzen können mit ihren unterschiedlichen Funktionen, um diese Konzepte zu verfolgen. Und mein, ich möchte schon fast sagen, didaktisches Lieblingskind ist der Gamification-Ansatz. Ich kann jetzt für Moodle sagen, es gibt da ein schönes Modul, ich glaube, das heißt Level Up oder so ähnlich. Die deutschsprachige Variante ist ein bisschen komisch vom Klang her, die es uns erlaubt, Gamification tatsächlich auch schon in so einer Moodle-Umgebung anzugehen, damit adaptives, motivierendes Lernen zu fördern. Ist ein bisschen aufwendig für die Lehrenden, meiner Erfahrung nach. Aber erstmalig, finde ich, sind wir so weit, so ein spannendes Thema ein bisschen in die Breite zu bekommen, weil vorher das, was unter Gamification oder auch Game-Based Learning gelaufen ist, immer sehr spezielle Anwendungen waren, die für den normalen Lehrenden ja kaum auch technisch zu beherrschen waren oder mit einem großen Ressourcenaufwand verbunden waren. Das als ein paar abschließende
Thesen und Gedanken aus der RUB-Perspektive, vielleicht ja das ein oder andere, was dazu einlädt, kontrovers zu diskutieren. Und jetzt habe ich noch ein Abschlussbild vorbereitet für diese Runde. Da sieht man nämlich mich an meinem wahren Arbeitsplatz. Hier bin ich nämlich gerade dabei, Moodle und Blackboard gleichzeitig zu steuern. Und mit diesem schönen Bild gebe ich an die Zentrale in Tübingen und bin gespannt, ob die eine oder andere Frage, die ich übersehen habe, inzwischen aufgetaucht ist. Vielen Dank. Ja, erstmal ganz herzlichen Dank, Holger, auch dir. Es gab tatsächlich eine konkrete Frage, und zwar, was du mit den Hub-Technologien genau gemeint hast. Die stelle ich dir jetzt noch, bevor wir dann in die allgemeine Diskussion übergehen. Technologie ist die, dass es möglich ist, beispielsweise aus unserem Moodle heraus in einer Kooperationsveranstaltung, ich sage jetzt mal mit der Fachhochschule Dortmund, die ILIAS betreiben, direkt quasi wie in einem Kanal in das ILIAS von Dortmund hineinkommen, was aber sozusagen der Studierende nur an dem Look and Feel feststellt und alle anderen Dinge wie Userdaten, der Weg direkt in den Kurs hinein, werden dabei mit übergeben. Das ist übrigens auch eine Variante, die vorstellbar ist, wenn man einen Moodle mit mehreren Einrichtungen betreibt, sozusagen ein Dach zu haben und darunter über die Hub-Technologie andere Dinge einfügen zu können. Das ist jetzt das, was ich nur so als Nicht-Techniker beschreiben kann. Ansonsten suche ich da gerne auch nochmal die Kontakte raus. Ich glaube, die kam aus Regensburg, aus einem Projekt, aber da kann ich auch gerne nochmal nachgucken. Okay, dann sage ich nochmal ganz herzlichen Dank und schalte auf den Diskussionsmodus um. Und da sieht man schon, dass sich während des Vortrags eine intensive Diskussion entsponnen hat. Auf alle Fragen können wir jetzt sicher auf jeden Fall nicht mehr eingehen. Vieles geht, glaube ich, auch über den Kontext hinaus, den wir hier beantworten können. Da war zum Beispiel die Frage, an welchen Hochschulen Moodle für Assessments und so weiter genutzt wird. Spannend fand ich die Ausgangsdiskussion, die sich ganz viel um das Thema Sexiness drehte. Und die begann damit, dass es hieß, eigentlich hat es mit dem LMS nichts zu tun, sondern damit, wie die Lehrenden das nutzen und wie sie dazu befähigt werden. Und dann gab es aber doch wieder Widerspruch, dass eben das Look and Feel und die Usability doch sehr viel damit zu tun hätte. Vielleicht gebe ich diese Frage doch nochmal an die beiden Vortragenden weiter. Wie ist da eure Erfahrung? Klaus, du oder ich? Du kannst gerne einsteigen, Holger. Also ich glaube, dass beide Parteien recht haben. Also ich habe natürlich viel Gestaltungsspielraum in einem solchen Learning Management System und kann an vielen Stellen natürlich mitentscheiden, wie der Content zum Beispiel aussieht. Also wir arbeiten jetzt häufig auch mit Autorensystemen, um das, was als Content angezeigt wird, ein bisschen schöner darzustellen als das, was manchmal die Lernplattformen bieten. Zum anderen ist die Äußerung genauso richtig, dass natürlich Lernplattformen Rahmen geben. Und in dem Augenblick, wo ich so einen Charme einer alten DOS-Umgebung habe, kann ich natürlich mit der tollsten Lernumgebung nur bedingt was reißen. Und gerade beim Zwischenspiel zwischen Funktionalitäten sind natürlich dann auch Risiken, Grenzen und Chancen versteckt. Also von daher, glaube ich, stimmt beides. Ich kann mit einer schönen, toll designten Lernplattform Oldschool-Kurse abhalten. Im Umkehrschluss geht es auch nur natürlich im Rahmen von Grenzen, die gesetzt sind. Oder Klaus? Ja, würde ich in der Tendenz auch zustimmen. Das ist wichtig. Also meine eigene, ich habe über die Jahre hinweg immer mal wieder auch einen Blick auf unterschiedliche der Lernplattformen geworfen, die ich auch kurz behandelt hatte. Und wenn ich so einige Jahre zurückdenke, erinnere ich mich doch an einige kritische Momente, wo ich dachte, da ist wirklich noch viel zu tun auf der Ebene der Nutzeroberflächen, wo ich auch dachte, das lädt nicht so richtig ein zur intensiveren Nutzung. Mich als Lehrender hätte da manches möglicherweise auch abgeschreckt. In den letzten Jahren, wenn ich da gelegentlich geguckt habe, war doch mein Eindruck, dass sich da manches verändert. Ich habe da zum Teil sehr, sehr schöne Lösungen auch gefunden. Da würde ich schon doch auch vermuten, dass manche Lehrende vielleicht von der Nutzeroberfläche, die relativ intuitiv zu bedienen ist, die ansprechend gestaltet ist, vielleicht doch sich inspirieren lassen, auch da ein bisschen intensiver ins Experimentieren einzusteigen, als wenn das nicht der Fall ist. Aber die Informationen, die ich jetzt aktuell auch von eben verschiedenen Communities und Dienstleistern aus dem LMS-Bereich erhalten habe, scheinen ja auch darauf hinzudeuten, dass gerade in den letzten 2-3 Jahren sich doch einiges verändert, dass man da versucht, auch die Architekturen grundsätzlich von LMS-Systemen nochmal so ein bisschen zu modernisieren
offenbar ist da ein gewisser Druck auch vorhanden, dann Neuerungen vorzunehmen, die vielleicht noch intensiver greifen oder weiter reichen, als es in den Jahren davor der Fall gewesen ist. Also tatsächlich war ja die Argumentation auch in der Diskussion hier, wenn die Systeme schöner aussehen, würden sie vielleicht gleich mehr vom Mehrwert überzeugen. Solange man ganz viel erklären muss, warum man das jetzt nutzen muss, ist es schwierig für die Lernenden und für die Studierenden ja sowieso. Da gibt es ja eh die These, dass Studierende LMS überhaupt eher ablehnen. Wie ist da die Erfahrung? Holger vielleicht? Ja, also ich würde das nicht so pauschal sehen. Also ich glaube, dass Studierende relativ schnell merken, dass eine Lernplattform einfach was anderes ist, als beispielsweise in Facebook mal was reinzuposten. Also was mehr damit zu tun hatte, dass das, was dort betrieben wird, einfach auch anstrengend sein kann. Also wenn Lernen nicht anstrengend ist, dann haben wahrscheinlich Dozierende was falsch gemacht. Und da ist es vielleicht sekundär, ob das jetzt irgendwie ganz toll aussieht oder nicht. Aber klar, eine ansprechende Umgebung ist wichtig, wobei ich das tatsächlich auch ein bisschen mehr sehen würde, bezogen auf die Inhalte, die eingestellt und designt werden, als auf die Umgebung. Aber beides ist natürlich nicht unwichtig. Aber ich würde es jetzt auch nicht überbewerten, weil ich komme in die schönste Lernumgebung rein und sehe, dass dort fachbezogene Inhalte eingestellt sind, durch die ich mich durchkämpfen muss als Studi. Und das ist anstrengend und dann ist die Farbgestaltung, das Design vielleicht ein bisschen zweitrangig. Aber die Usability ist natürlich das A und O. Wenn ich mich in solchen Plattformen verliere und nicht weiß, wo ich jetzt zu meinen Bereichen komme und ich im schlimmsten Fall Lost in Cyberspace erlebe, dann ist natürlich dann etwas schiefgelaufen. Und ich muss aber sagen, auch das ist wieder ganz häufig, glaube ich, auch Empfindenssache. Meine These lautet da, dass diejenigen, die mit irgendeiner x-beliebigen Lernplattform angefangen haben, diese von der Usability immer am besten finden und jede weitere Plattform dann schlechter finden, weil sie die Logik sozusagen wiederfinden. Ja, also ich bin, erstmal danke, ich bin fast erschlagen von der Vielzahl der Fragen, die hier gerade diskutiert werden. Ich kann vielleicht darauf hinweisen, dass wir im Laufe der Eventreihe diverse Dinge noch auf jeden Fall aufgreifen werden. Wir werden eine Veranstaltung haben zu Rechtsfragen, wo die ganzen datenschutzrechtlichen Sachen und übrigens auch urheberrechtliche Sachen gefragt werden. Es gibt auch eine Veranstaltung, wo das Thema Cloud im Zusammenhang auch mit MOOC-Plattformen intensiv diskutiert werden wird. Hier ist ja auch schon eine große Diskussion, wie weit sich Cloud zum Beispiel auch mit Datenschutzsachen verbinden lässt. Und wir werden, und das ist die Frage, die ich jetzt eigentlich an euch beide auch noch zum Abschluss stellen will, auch nochmal die Frage diskutieren wollen, wie geht es denn so perspektivisch weiter? Holger, du hast ja schon gesagt, ohne LMS geht es jetzt gar nicht. Dagegen hat Klaus in seinem Vortrag gesagt, eigentlich steuern wir doch schon in die Post-LMS-Ära. Vielleicht das nochmal als Abschlusswort von euch beiden, bevor wir dann auch aus Zeitgründen schon wieder schließen müssen, trotz der vielen Fragen. Ja, also ich, das Schlagwort der Post-LMS-Ära, das ist vielleicht doch ein bisschen weit gegriffen. Auch das wurde auch in den EduCourse-Studien zwar angeführt, dem begegnet man gelegentlich, aber die Autorinnen und Autoren haben sich doch sozusagen distanziert davon und meinten, es ginge eher darum, der Entwicklung entsprechender Systeme vielleicht eine neue Richtung auch zu verleihen, ein flexibler, nutzbares System letztlich zu entwickeln, in dem nicht mehr alles möglicherweise auch im Kernsystem enthalten ist, sondern den einzelnen Hochschulen die Möglichkeit zu bieten, dass es ganz unterschiedliche Zusatzmodule gibt, die sie bedarfsgerecht dann damit hinzunehmen können. Und von daher fand ich diesen Gedanken eigentlich ganz, ganz ansprechend. Da wurde so der Begriff des Mashups dafür auch aufgebracht, wo unterschiedliche Komponenten eben dann zusammengeführt werden können. Und es wurde auf die auf den mobilen Nutzungsszenarien sonst sehr stark verwiesen, auf eine Nutzung in der Cloud, dass man auch auf der Ebene sich wünscht, nicht mehr auf vielleicht eine zentrale Installation an der einzelnen Hochschule zwangsläufig dann angewiesen zu sein. Da habe ich den Eindruck, dass sich sehr viel tut und dass da auch viel Bewegung in den Communities ist. Deshalb glaube ich eigentlich dadurch, dass solche Aspekte aufgegriffen werden, dass die Lernmanagementsysteme auch künftig neue Nutzergruppen überzeugen werden können, einfach, dass da die Post-LMS-Ära noch eine Weile vielleicht auf sich warten lassen wird. Neue Nutzergruppen für die klassischen LMS. Ja. Ich okay. Bin mal gespannt. Ich habe noch ein paar Jahre zu meiner Rente, ob ich das noch erleben werde. Ich bin jetzt mal optimistisch,
Und ja gut, ich habe bei mir ja schon so ein bisschen gesagt, welche Themen ich für die Zukunft ganz spannend finde. Für mich wird es auch noch beeindruckend sein, mitzuerleben, inwieweit tatsächlich unser manchmal nicht ganz unsinniger, aber restriktiver Datenschutz uns vor Schwierigkeiten setzt, gerade bei Cloud-Lösungen, aber auch bei dem, was wir unter Learning Analytics und Big Data kennen. Ist, glaube ich, eine große Entwicklung in den Vereinigten Staaten zu verzeichnen, mit denen wir uns hier in Deutschland vielleicht zu Recht, vielleicht nicht ganz in der Schärfe, ein bisschen schwer tun. Also da bin ich mal sehr neugierig, wie es weiterläuft. Gerade wenn man mal in Richtung Blackboard schaut, sieht man, dass die sehr, sehr stark auf diese Dinge setzen und uns damit auch, muss man ehrlich sagen, ein bisschen abhängen. Mal gucken, wie die Zukunft ist. Übrigens, eins will ich noch sagen, der Peter England hat ja gerade geschrieben, ob man Facebook verbieten soll. Man kann es ja mal probieren, aber bei uns ist übrigens wirklich die Regel, wenn Lehrende etwas über solche nicht abgesegnete Portale kommunizieren, kann ein Studi sich dagegen wehren und sagen, ich werde hier von zentralen Lerninhalten abgeschnitten und ich möchte nicht mein Skype hier installieren, ich möchte nicht in Facebook. Dann ist das etwas, wo tatsächlich der Einzelne was bewegen kann, wenn er es denn für richtig hält. Aber das nur nochmal, weil ich es gerade spannend fand und gelesen habe. Ja, also fast kann man jetzt nicht sagen, das kann man in der Facebook-Gruppe von e-Teaching.org weiter diskutieren. Das geht ja jetzt gar nicht. Ne? ich glaube, es bestünde allerdings ja, der Wunsch nach weiterer Diskussion, aber wir sind am Ende der Zeit. Vielleicht finden wir ja Kanäle auf Facebook oder sonst wo, wo wir uns weiter auseinandersetzen können. Auf jeden Fall möchte ich zum Abschluss der Veranstaltung einladen zu unserem nächsten Online-Event. Was wir in der Reihe noch behandeln werden, habe ich ja eben schon mal so grob gesagt. Aber beim nächsten Mal geht es ganz konkret um das LMS, das heute auch schon ganz besonders häufig genannt wurde und ja auch das häufigste in der deutschsprachigen Community ist Moodle. Die beiden Referenten, übrigens aus Österreich und aus der Schweiz, sind auch Organisatoren der nächsten Moodle-Dachkonferenz. Also berichten sie so gesehen auch aus der Community. Herzliche Einladung dazu. Und ich kann auch schon andeuten, dass wir auch das zweite, am häufigsten genutzte LMS Elias noch in einer eigenen Veranstaltung thematisieren werden, dann in 4 Wochen. Würde mich freuen, wenn dann wieder viele dabei sind. Ja, und sage nochmal herzlichen Dank an die Referenten und Ihnen allen für die unglaublich lebhafte Diskussion. Ich hoffe, wir finden Möglichkeiten, die noch irgendwie fortzusetzen, weiterzuführen. Tschüss. Vielen Dank auch und an alle Genau. anderen Teilnehmer. Tschüss.